kann man schon sehen. Ne? Ich möchte mit meinem Vortrag eigentlich direkt an einige Themen, die Daniel Hausig gerade schon erwähnt hat, anknüpfen, und zwar Lichtkunst aus eigentlich einer systemischen Perspektive betrachten, und das heißt also auch die Materialität und das Lichtsystem, was dahinter steht, mit in den Blick rücken. Und zwar aus dem Grund, weil im Anthropozän, in dem wir uns gerade wahrscheinlich finden, die Kunstkritik und die Kunstwissenschaft an die Lichtkunst zunehmend Fragen stellt, die eben nicht nur ethischer Natur sind, sondern auch ethischer. Und ich möchte kurz in dem Vortrag ein Beispiel skizzieren, an dem sich das gut zeigen lässt, und dann vielleicht noch einige Lichtkunstwerke zeigen, wo man da vielleicht verschiedene Positionen festmachen kann. Ich denke, die Arbeit werden wir wahrscheinlich gleich noch sehen. Also das Anthropozän bezieht sich als Begriff auf das System Erde. Die Frage ist, was meint das überhaupt? Im Jahr 2000 haben die Atmosphärenchemiker Paul Crutzen und der Algenforscher Eugene Sturmer die These entwickelt, dass wir nach dem Holozän in ein neues geologisches Erdzeitalter, das Anthropozän, eingetreten sind. Und in diesem Anthropozän ist der Mensch zu einem der wichtigsten Einflussfaktoren auf die biologischen, geologischen und atmosphärischen Prozesse der Erde geworden. Mit dieser These hat die wissenschaftliche und politische Debatte um etwa ökologische Krisen, den Klimawandel oder den Umgang des Menschen mit dem System Erde grundsätzlich eine Ausrichtung erhalten. Das heißt, denn es wurde wissenschaftlich nachgewiesen, dass globale Veränderungen eben vom Menschen verursacht wurden und vielfach nicht umkehrbar sind. Damit hat sich dann auch die Frage nach der Verantwortung des Menschen und seiner Zentralstellung im Sinne eines Anthropozentrismus neu gestellt und moralische, ethische und politische Handlungszwänge aufgeworfen. Gegenstand aktueller Untersuchungen ist, wann das Anthropozän eigentlich begonnen hat. Im Moment ist ein Zeitpunkt um das Jahr 1950, in dem sowohl eine Großbeschleunigung von sozioökonomischen Phänomenen wie auch gleichzeitig signifikante Veränderungen im System Erde stattgefunden haben, wie auch die ersten Atomwaffentests und Einsätze um 1945, die weltweit geologische Spuren hinterlassen haben, so grob stattgefunden haben. Während die naturwissenschaftliche Debatte um das Anthropozän, also zum Beispiel in dem Beginn noch in vollem Gange ist, wurde die These von Künstlerinnen und Kunstwissenschaftlern von Beginn an eigentlich intensiv aufgenommen und reflektiert. Dabei wurde vor allem auch vorgeschlagen, alternative Begriffe einzusetzen, um eben nicht dem Anthropos, dem Menschen, wieder so eine neue Zentralstellung zu geben. Beispielsweise Donna Haraway hat mit dem Begriff des Thulusin, das auf das Schontische, also das Erdverbundene, zielt, eine Alternative vorgeschlagen, und zudem mit dem Kapitulo 10, was die Verantwortung auf den Kapitalismus lenkt, eine neue Alternative. Und Clémence Allais und Anne-Sophie Nion haben in einer History with a Thousand Names diese ganzen Neologismen, die entstanden sind, zu einer Liste eben zusammengefügt, die zeigt, dass es eben auch eine ganz große philosophische, ethische etc. Debatte ist, oder auch tatsächlich rein eine begriffliche auch. Ich würde vorschlagen, man könnte dieser Liste provokanterweise auch einen Begriff hinzufügen, der die Nutzung von Elektrizität bzw. elektrischem Licht als einen zentralen Faktor des Anthropozän exponiert, beispielsweise Luxozän. Das heißt also, dass eben solche sozioökonomischen Veränderungen wie eben etwa unsere Arbeitswelt, die sich durch die oder Produktion, sagen wir mal allgemein, die sich eben durch den Einsatz von elektrischem Licht verändert hat, durchaus ein großer Faktor bei diesen systemischen Veränderungen war. Die Anthropozän-Debatte rankt sich eben also nicht nur um ökologische Probleme,
sondern auch insbesondere um Verantwortung und ethische Fragen. Und das schlägt sich dann auch in den Arbeiten von Künstlerinnen nieder, die sowohl Auswirkungen des Anthropozän in den Blick nehmen, also beispielsweise hier in der, den Anstieg der Meeresspiegel dargestellt. Ja. Okay, ich dachte, dass das der Grund ist, weil das ist immer so. Ja. Also Künstler zeigen die Auswirkungen, sie rücken aber eben auch Handlungsoptionen in den Blick und entwerfen Zukunftsvisionen, wie man eben mit diesem Anthropozän umgehen könnte. Davon ausgehend stellen dann Kuratoren und Kunstwissenschaftler eben zunehmend neben ästhetischen auch ethische Fragen an Lichtkunst und damit einen autonomen Kunstbegriff in Frage. Während einerseits weltweit Großstädte im Rahmen der Klima- und Umweltschutzaktion Earth Hour seit 2007 jährlich ihre öffentliche Beleuchtung ausschalten, während andernorts mit hunderten Lichtfestivals, die immer zahlreicher werden, rund um den Globus Stadtlandschaften illuminiert. Und man sieht eben diese globale Illuminierung auch wiederum in Lichtkunstwerken reflektiert. Nun kann man solch kritischen Vergleichen leicht begegnen, indem man den Eigenwert von Kunst entgegenstellt und darauf hinweist, dass zahlreiche Kunstwerke oder sogar ganze Lichtkunstfestivals das Anthropozän thematisieren und damit ein Umdenken bei den Besucherinnen anstoßen. Zudem nutzen viele VeranstalterInnen und KünstlerInnen erneuerbare Energien und nachhaltige Materialien. Schaut man sich aber dann nicht nur den Stromverbrauch an, also die Ressourcen, sondern auch die Emissionen bzw. die ökologischen Auswirkungen von Lichtkunstwerken, insbesondere im Außenraum, wird es dann schon problematischer, worüber wir gerade auch schon diskutiert haben. Einige Lichtkünstlerinnen diskutieren dies unter dem Stichwort Lichtverschmutzung. Und da möchte ich nur auf Nana PZ hinweisen, die morgen einen Vortrag halten wird, die mit ihrer wegweisenden Arbeit Lichtfalle gemeinsam mit dem Biologen Bernd Reuter auf die Auswirkungen der Erleuchtung des Hamburger Hafens im Rahmen des Projekts Blueport mit aggressivem blauem Licht auf die Artenvielfalt der Insekten aufmerksam gemacht hat. Lus Interruptus beispielsweise, aber auch viele andere Gruppen thematisieren diese Lichtverschmutzung und machen damit auch ökologischen Auswirkungen von Licht im Außenraum insbesondere aufmerksam. Ich gehe davon aus, dass Kunst ein besonderes Potenzial besitzt, die komplexen Phänomene des Anthropozän überhaupt sichtbar und begreifbar zu machen und die Frage nach der Verortung und der Verantwortung des Menschen zu beleuchten. Das hat die Arbeit von Michael Hirschbichler hat Andreas Beitin gerade schon netterweise genau analysiert und werden Sie sicherlich dann auch noch sehen. Dabei gilt es aber, sich mit einer Debatte in den Kunstwissenschaften auseinanderzusetzen, die über die Diskussion um nachhaltige Materialien und Ressourcen hinausgeht und auch die Rezeptionsdispositive, die ästhetischen Strategien, das Produktionssystem beziehungsweise das Lichtsystem, wie Daniel Hausig es gerade so treffend genannt hat, und die Kontexte kritisch hinterfragt. Das lässt sich sehr gut an einem Beispiel von einer Arbeit von Olafur Eliasson skizzieren. Eliasson ist einerseits Botschafter des United Nations Development Programms und Erfinder von Little Sun, einer kleinen Lampe, die Solarenergie speichert und so in Gegenden ohne Stromanschluss Licht spendet, über die wir morgen ebenfalls noch einen Vortrag hören werden, und reflektiert in seinen Arbeiten die Auswirkungen des Anthropozän beziehungsweise des Klimawandels und ökologischer Fragen allgemein. Andererseits werden Eliassons Installationen aber im Kontext neuerer kunstwissenschaftlicher Debatten zum Anthropozän immer wieder scharf kritisiert. Dabei werden ethische Fragen über das gebotene Handeln angesichts des Klimawandels mit einer Kritik der Kunst und der Frage verquickt, welcher Kunstbegriff im Anthropozän überhaupt angemessen ist. Die Installation Weather Project, die 2003 bzw. 2004 in der Tate Modern in London gezeigt wurde, ist eine ortsspezifische Lichtinstallation, die einen Sonnenuntergang simuliert. Dabei war eine halbkreisförmige Leinwand von ca. 15 Metern im Durchmesser an der Stirnseite der Turbinenhalle der Tate Modern befestigt. Und die Hallendecke war komplett mit Spiegelfolie abgehängt.
Ein Trockeneisnebel aus 16 Nebelwerfern erzeugte eine opake Atmosphäre und circa 200 Monofrequenzleuchten, das heißt also Natrium-Dampflampen, die typisch für Londons ursprüngliche Straßenbeleuchtung waren, schufen so ein monochromatisches gelbes Licht. Und tatsächlich war der Halbkreis mit 18.000 Watt hinterleuchtet. Und die Reflexion beziehungsweise der Halbkreis, der hinterleuchtet war, zusammen erzeugten die Illusion einer leuchtend orange-roten Sonne im Innenraum. Die Hitze der Lampen sammelte sich dann im Gebäude wie in so einem Treibhaus, mit einem Treibhauseffekt. Wenn die BesucherInnen zum Ende der ehemaligen Turbinenhalle gingen, konnten sie sehen, dass eben diese künstliche Sonne eine Konstruktion war. Die Kunsthistorikerin Louise Hornby kritisiert an The Weather Project, dass die Arbeit die individuelle, phänomenologische, leibliche Erfahrung und die Partizipation des Subjekts ins Zentrum stellt. Diese Zentralstellung des Subjekts und der subjektiven menschlichen Wahrnehmung setzt Hornby mit einer anthropozentristischen Haltung gleich, die das Anthropozän kennzeichnet und die durch solche Arbeiten tatsächlich noch verstärkt würde. Durch den Nebel und die Spiegel werde das Individuum auf sich und seine Empfindungen zurückgeworfen, was eine kritische Reflexion grundsätzlich ausschließe. Die Außenwelt werde vielmehr wie in einer Seifenblase ausgeschlossen. Die immersiven, abgeschlossenen, künstlichen Umwelten Eliassons zeigten daher vielmehr das Motiv menschlicher Kontrolle über die Atmosphäre. Indem er eine künstliche Atmosphäre schaffe, diese Kontrolliere und die menschliche Inbesitznahme der Umwelt von Anfang an als gegeben hinnehme, rationalisiere Eliasson die menschliche Herrschaft über eine technisierte Umwelt und perpetuiere damit eben die militarisierte Kontrolle über das Klima im 20. und 21. Jahrhundert. Hornbys Kritik bezieht sich also vor allem auf das Medium Licht, Kunst bzw. Installation selbst, für das die leibliche Erfahrung eigentlich konstitutiv ist. Sie hält es für nicht geeignet, um im Anthropozän, dem Anthropozän angemessen zu begegnen. Im Gegensatz dazu versteht Bruno Latour Eliassons Weather Project gerade als experimentelle Anordnung im Rahmen einer künstlerischen Forschung, die aufzeigt, welche Arten von Atmosphären, Milieus und Systemen unser Überleben sichern können. Im Anthropozän ist nämlich deutlich geworden, dass der Mensch das Klima in ein gigantisches, reales Experiment, in dem wir uns schon längst alle befinden, verwandelt hat. Eine Atmosphäre und eine Natur, die unabhängig vom Menschen und jenseits menschlicher Wahrnehmung oder Kontrolle existiert, wie sie Hornby annimmt, erweist sich nach Latour im Anthropozän gerade als Mythos der Moderne. Für Latours Einschätzung spricht, dass Eliasson gerade keine Illusion erzeugt, sondern die Technik der künstlichen Atmosphäre offenlegt. Der Sonnenuntergang wird als Konstruktion und menschengemacht sichtbar. Gerade das gilt es eben zu reflektieren und ermöglicht es, die eigene Wahrnehmung und die Implikationen einer solchen Wahrnehmungserfahrung in der Installation zu hinterfragen. Eliasson selbst fasst das auch als zentralen Bestandteil seiner Installationen auf, die gerade eben eine solche kritische Haltung auslösen sollen. Er beschreibt das als seeing yourself seeing, das bei dem Blick in den Spiegel statt in den Himmel hier buchstäblich wird. Also der Spiegel an der Hallendecke. Das Offenlegen der Repräsentationsbedingungen ermöglicht es gerade über ein künstliches Klima zu reflektieren und zu diskutieren. Jill Bennett versteht die leibliche Erfahrung in Eliassons Installation, in der die neblige Atmosphäre nicht Gegenstand visueller Betrachtung ist, sondern eine Umwelt, in die die Rezipierenden eintauchen und die sie leiblich erfahren, gerade als Basis für eine kritische Ökologie. Matthias Krüger weist darauf hin, dass in der Arbeit zwar das romantische Naturbild eines Sonnenuntergangs aufgerufen wird, aber zugleich auch dekonstruiert wird. Die Installation sei vielmehr deshalb paradigmatisch für das Naturverständnis des Menschen im fortgeschrittenen Anthropozän, das weder naiv noch sentimental sei, sondern eben durch ein wachsendes Unbehagen gegenüber der zunehmend verseuchten realen Natur gekennzeichnet. Darum ist eben hier auch der Betrachter bereit, mit einem Surrogat, also mit einem Ersatz Vorlieb zu nehmen, denn die Rezipienten können hier bei einem Sonnenbad ohne Sorge um Sonnenschutz beziehungsweise Hautkrebs oder giftige Gase wie im Smog einer Großstadt die Sonne genießen. Louise Hornby
geht meiner Meinung nach letztlich von einem sehr verkürzenden Verständnis der phänomenologischen Erfahrung in Installationen aus, denn sie behauptet eben, das phänomenologische Subjekt unterwerfe die Welt dem menschlichen Empfinden und dadurch sei eine kritische Haltung ausgeschlossen. Allerdings ist zum einen die leibliche Erfahrung, die Partizipation der Rezipierenden Grundlage überhaupt des Mediums Lichtkunst und Installation. Und mit Claire Bishop gesprochen, Voraussetzung für eine Dezentrierung und Aktivierung der Rezipierenden. Vor allem aber haben sowohl der Posthumanismus wie auch die Human Animal und die Critical Plant Studies, nur um einige Beispiele zu nennen, gezeigt, dass eine einfühlende, empathische, affizierende, leibliche Begegnung, etwa mit Pflanzen, Tieren, Atmosphären oder ganzen Ökologien und Kunstwerken, also notwendig und voller Potenzial für ein neues Zusammenleben aller menschlichen und nichtmenschlichen Wesen im Anthropozän Möglichkeiten bietet. Dabei kann nämlich zuerst einmal erfahrbar werden, dass auch nichtmenschliche Wesen und Dinge eine Agency besitzen bzw. eine Handlungsmacht. Und genau das kann fruchtbarer Ausgangspunkt sein, um die anthropozentristische Perspektive in Frage zu stellen. Und ich denke, wir haben es jetzt heute schon mehrfach gehört, es zeigt sich immer mehr, dass Licht eben nicht immateriell ist, nicht neutral ist, nicht nur vielleicht ein Medium ist, sondern eben Kraft ausübt, eine Wirkung hat, einen Effekt hat und Teil eines Systems ist, in dem es ein aktiver Agent ist, ein Aktant, beziehungsweise aktiv in das System, in dem es wirkt, eingebunden ist und dort sozusagen nicht zu separieren ist, als sei es auch als Kunstwerk nicht. Die Kritik an der Lichtinstallation Eliassons geht aber weiter. Der Anthropologe und Künstler Josh Wardak beschäftigt sich mit einem Wechsel in der Praxis der ökologischen Kunst, die sich nicht nur mit den Konsequenzen und Manifestationen des Klimawandels und von Geoengineering thematisch beziehungsweise symbolisch auseinandersetzt, sondern auch real in das Energieungleichgewicht der Erde und die Ursachen des Klimawandels eingreift, die also Aktionen nicht nur simuliert, sondern auch stimuliert. Die Kunst besitze dabei ein besonderes Potenzial, Strategien im Umgang mit dem Klimawandel zu präfigurieren. Sie kann aber auch als Vorzeichen des Anthropozän gedeutet werden, indem die Welt als Artefakt immer wieder remoduliert wird und eine künstliche Klimakontrolle errichtet wird. Und das betrifft dann wieder unmittelbar ethische Fragen, denn die künstlerischen Arbeiten sind dabei im Kontext von wissenschaftlichen Diskursen über Handlungsalternativen zu lesen, die von der aktiven, intentionalen Intervention in das Klima, wie zum Beispiel Geoengineering, über die intentionale Einflussnahme in Form von der Minderung anthropogener Klimafaktoren bis hin eben zu intentionalen passiven Nichtstun reichen, die allesamt planetare Konsequenzen nach sich ziehen. Das wirkt sich tatsächlich dann unmittelbar auf die Frage nach dem Kunstbegriff aus. Denn Wodaks Unterscheidung zwischen Kunstwerken, die Aktionen gegen den Klimawandel simulieren oder ein kritisches Denken stimulieren, spiegelt verschiedene Kunstbegriffe wider, die von der Autonomie des Kunstwerks bis zur Rolle von Kunst als Aktivismus, der real interveniert, reicht. Angesichts der Problematik menschlicher Interventionen im System Erde müssen aber gerade Letztere, weil sie den autonomen Kunstbegriff in Frage stellen, sich dann auf solchen ethischen Maßstäben, an solchen ethischen Maßstäben messen lassen, die These. Die Künstlerin und Theoretikerin Kayla Anderson argumentiert, dass Kunstwerke, die aktiv in das System Erde eingreifen und die Rezipierenden dazu auffordern, vielmehr die menschliche Dominanz über die Natur, die zum Anthropozän führt, weiterführen und so zerstörerisch wirken. Demgegenüber besitzt Kunst, die angesichts der Komplexität der Probleme im Anthropozän die Praxis des kritischen Denkens stimuliert, indem sie Vorschläge macht und nicht einfache aktionistische Lösungen vorschreibt, besonderes Potenzial, eine neue Perspektive in dem neuen Erdzeitalter zu entwerfen. Diese Praxis fordere die heroischen Narrative heraus, die fälschlicherweise das Anthropozän als Zeichen dafür begreifen, dass der Mensch den Planeten eben wieder retten und wieder unter Kontrolle bringen könnte, und provozieren stattdessen
Zum einen Bewusstsein, aber zum anderen auch Zögern, Unsicherheit, Ironie, Besonnenheit und düstere oder radikale Gedankenexperimente. Die Theoretiker des Anthropozäns wie Donna Haraway oder Bruno Latour, Catherine Hales, fordern eben gerade so ein Sensibelwerden und Sensibelmachen. Und meiner Meinung nach sind Kunstwerke, besitzen Kunstwerke eigentlich tatsächlich ein besonderes Potenzial, auf die Phänomene des Anthropozän und ökologische Verflechtungen aufmerksam zu machen, indem sie ein kritisches Denken anregen, das Verhältnis von Kultur und Natur hinterfragen, andere Akteure neben dem Menschen in den Blick rücken und damit eben die Positionierung des Menschen problematisieren und mit nichtmenschlichen Akteuren in Dialog treten, anstatt eben nur sozusagen eine einfache Lösung vorzuschlagen. Dabei gehe ich davon aus, dass Kunstwerke, die aktiv in das System Erde eingreifen, sich eher an ethischen Fragen messen lassen müssen, als solche, die mit einem autonomen Kunstbegriff arbeiten. Beziehungsweise würde ich vorschlagen, letztere nicht vorschnell ethischen Kriterien zu unterwerfen, wenn sie eben das Potenzial bieten, kritisches Denken im Anthropozän zu beflügeln. Ich möchte vor allem zwei, die etwas ausführlicher Werke kurz vorstellen. Zum einen von Toshihiko Shibuya, der in seiner Installation Snow Palette 13, Snow on Anthropocene, das Wetter beziehungsweise den Schnee und natürliches Licht zu Akteuren werden lässt. Auf der Unterseite von geometrischen Objekten, die im Schnee stehen, ist fluoreszierende Farbe aufgetragen, die von der Oberfläche des Schnees reflektiert wird, sodass dadurch eine leuchtende Farbigkeit entsteht. Die Arbeit ist nicht nur von den natürlichen Lichtverhältnissen abhängig, sondern auch vom Wetter, denn sie verschwindet mit der Schneeschmelze, aber sie ist tatsächlich auch vom Klima abhängig, denn normalerweise ist der Winter in Sapporo, wo die Arbeit vor allem gezeigt wurde, von heftigem Schneefall gekennzeichnet. Tatsächlich schwanken aber in den letzten Jahren durch den Klimawandel die Schneehöhen stark und haben grundsätzlich, also im Mittel, kontinuierlich abgenommen. Die Arbeit lässt darüber hinaus aber auch an einen wichtigen Aspekt für die globale Klimaerwärmung denken, nämlich den sogenannten Eis-Albedo-Effekt, den wahrscheinlich die meisten auch kennen. Er beschreibt die Wechselwirkung zwischen der Kryosphäre, also der Schnee- bzw. eisbedeckten Erdoberfläche und dem globalen Klima, was eine positive Feedbackschleife ist, also das heißt ein sich selbst verstärkender Effekt. Während also Eis und Schnee viel Sonnenlicht reflektieren, kühlt die Erde ab und die Eisfläche dehnt sich aus. Wasser und Erdboden hingegen absorbieren die Sonne, also Sonnenlicht, sodass sie aufheizen, was zum Abschmelzen von Eisflächen führt. Und der rasante Rückgang des arktischen Meereises seit den 1970er Jahren ist tatsächlich nur angestoßen durch die Erderwärmung, verstärkt sich aber seither eben durch diesen Rückkopplungseffekt immer weiter selbst. Und ist zusätzlich eben auch noch einer der eigentlich nachweislich besten ersten Kipppunkte für die globale Erwärmung. Shibuya versucht nun nicht die Natur oder eine künstliche Atmosphäre zu kontrollieren, sondern gemeinsam mit dem Wetter und dem Klima, das er als wirkmächtige Akteure zeigt, gemeinsam zu agieren. Die Arbeit zeigt auch, ich habe jetzt hier noch ein paar verschiedene Ansichten. Die Arbeit zeigt aber auch, dass Lichtkunst im Anthropozän durchaus auch andere Licht- und Leuchtquellen verwendet als das elektrische Kunstlicht. Etwa, ich will da leider nur ganz kurz Hinweise geben, Biolumineszenz, wie hier von Tim Otto Roth, natürliches Licht, wie William Lamson, was aber dann tatsächlich eben weiter also sozusagen nicht nur da ist. Hier in einem Landart-Projekt schmelzt er mit Hilfe eines Spiegels Glas beziehungsweise Sand zu Glas und stellt es später auf. Luftwerk benutzen natürliches Licht und so eine farbige Folie, um zu zeigen, wie Pflanzen auf Licht reagieren beziehungsweise das für die Betrachter sichtbar zu machen.
Kann man das sehen? Also, okay, dann dauert es noch. Kannst du sehen? Eine Folie scheint hier irgendwie. Kann man das? Okay, gut. Brauchte nur länger. Genau. Eine Arbeit, die ich ja ein bisschen im Gegensatz zu der gerade gezeigten sehen würde, ist die Installation Grow von Dan Husegard. Er entwickelte diese Arbeit in Kooperation mit der Wageningen University mit einem Schwerpunkt auf photobiologischer Lichttechnik und auf Einladung der niederländischen Genossenschaftsbank Rabobank. Er beleuchtet dabei ein 20.000 Quadratmeter großes landwirtschaftliches Feld, auf dem Biolauch angebaut wird, und ein solarbetriebenes Lichtsystem mit mehreren LEDs bewegt sich immer horizontal über das Feld. Und erzeugt blaues, rotes und ultraviolettes Licht. Das rote und blaue Licht fördert das Pflanzenwachstum durch Stärkung des Stoffwechsels. Das UV-Licht soll die Widerstandsfähigkeit der Pflanzen gegen Schädlinge und Krankheiten optimieren und den Einsatz von Pestiziden um 50% reduzieren. Die Lichtinstallation ist tatsächlich nur aus der Nähe zu sehen, um, und das sagt der Künstler auch selbst, Lichtverschmutzung zu vermeiden. Die Arbeit besitzt natürlich auch eine ganz stark ästhetische Wirkung, da die Landschaft eben immer scheinbar mit so tanzenden Lichtern überzogen wird. Rusgard ist der Ansicht, dass es nicht produktiv ist, über die Zukunft in Form von Problemen nachzudenken, eben etwa einer Klimakrise. Vielmehr meint er, dass es produktiver ist, über die Zukunft in Form von Möglichkeiten nachzudenken, über Dinge, die wir erreichen können, um die Welt zu einem besseren oder schöneren Ort zu machen. Und bezeichne das Projekt daher auch als Protopia, also als Zukunftsvision, die immer ein wenig besser als es hier und jetzt ist. Schönheit, sagt er, sei der stärkste Anreiz, sich auf Veränderungen einzulassen. Und daher nutzt er auch Begriffe wie Erhabenheit, um die Landschaft seiner Installation zu beschreiben. Zusätzlich gibt er auch noch dem Wort Agrarkultur eine neue Bedeutung, indem er die Landschaft als ein lebendiges kulturelles Kunstwerk, also insgesamt neu interpretiert. Damit begibt sich Rosegard allerdings mitten in eine heikle Debatte um ethische Fragen an die Kunst im Anthropozän, indem er nämlich aktiv in das Ökosystem eingreift und einen Vorschlag macht, der durchaus auf eine reale, also breite reale Umsetzung in der Landwirtschaft gerichtet ist, muss er sich diesen, so meine These, auch stellen. Denn zwar wird der Einsatz von Pestiziden verringert, aber das Habitat von lichtempfindlichen Insekten wird demgegenüber aktiv vernichtet. Daher benötigt man weniger chemische Mittel. Das Ergebnis ist allerdings tatsächlich das gleiche. Auch wenn die Optimierung des Pflanzenwachstums aus Sicht des Menschen durchaus positiv ist, ist aus Sicht von ja, pflanzenethischen Critical Plant Studies, wie immer man es sehen will, Perspektive, sollte man eben bedenken, dass Pflanzen keine passiven Wesen sind oder verfügbare Dinge, sondern ihrer Umwelt gegenüber eben durchaus aufmerksam und sensitiv und aktiv in dieser interagieren und miteinander kommunizieren sogar. Das heißt also aus ethischer Perspektive, selbst wenn die Begriffe vielleicht auf den ersten Blick gut gewählt sind, lohnt es vielleicht auch noch einmal genau hinzuschauen. Aus ästhetischer Perspektive ist das dieses erhabene, romantische Landschaftsbild im Anthropozän tatsächlich von vielen Theoretikern einfach als überholt ja, herauskristallisiert, also nur zu nennen, T.J. Demos. Also das heißt, es ist einfach nicht mehr das der Begriff, um Naturbilder im Anthropozän adäquat zu beschreiben angesichts ja einfach einer sich verändernden Umwelt und Landschaft. Da sich hier also keineswegs eindeutige, sondern vielmehr komplexe Einordnungen solcher und ähnlicher Arbeiten abzeichnen, ist es vielleicht ein guter Punkt jetzt, um in solche ethischen und ästhetischen Fragen gemeinsam zu diskutieren. Und ich würde vielleicht auch ja vorschlagen, grundsätzlich über so einen Gattungsbegriff von Lichtkunst, der sich ja vor allem auf elektrisches, künstliches Licht bezieht, einfach zu fragen, ob es im Zeitalter des Anthropozän und der Kunstwerke, die dort entstehen, ja vor allem sinnvoll ist, das auch zu erweitern um andere Lichtquellen, eben wie Biolumineszenz oder natürliches Licht in Kombination mit verschiedenen Effekten, ja, stärker dort auch eine Rolle spielen zu lassen.
Vielen herzlichen Dank für diesen Vortrag, der ganz viele und alle Unterschiede mit Methoden und Leben aufgegriffen hat. Der macht war, dass ich für das ist jetzt. Das Phänomen bleibt uns treu. Ja, was ich sagen wollte, also eben einer dieser Dilemmata, die wir uns ja auch ausgeliefert sehen als Museum, dass wir natürlich einerseits mit unserem Programm ja auch Bewusstsein schaffen wollen, dass wir sensibilisieren wollen für bestimmte Themen, für bestimmte Aspekte, die uns alle umtreiben, wo wir natürlich aber auch Energie für aufwenden müssen. Auch bei der Pressekonferenz unserer Lichtkunstausstellung war natürlich auch die Frage, ja, wir würden doch jetzt ja viel mehr Licht oder Energie verbrauchen. Und das würde ja gar nicht zu dem passen, dass wir sonst ja versuchen, ein grünes Museum zu sein, wo ich dann zum Glück, haben wir das intern noch besprochen, sagen konnte, dass wir tatsächlich weniger Licht oder weniger Strom verbrauchen, weil wir eben überhaupt keine Beleuchtung brauchen. Also insofern sparen wir sogar etwas. Das war zum Glück konnte man sich da noch mit rausreden. Nichtsdestotrotz sind aber auch in der Ausstellung natürlich auch Kunstwerke, wie beispielsweise unten im Foyer dieses lichtstarke Werk von Sigrun Appelt, die ja auch erfreulicherweise da ist, wo wir permanent 4000 Watt verbrauchen, um eben die physikalische Komponente von Licht zu präsentieren. Wir haben aber auch andere Werke, auch das gab schon Proteste aus unserer eigenen Sammlung, ein Werk von Damien Hirst, wo wir Fliegen einsetzen, die eben von Licht angezogen werden und zumindest ein Teil der Fliegen verenden dann eben an einem handelsüblichen Fliegenfänger. Auch da kann man natürlich sicherlich dagegen protestieren und es sind ja auch einige Dinge, die du auch ja in deinem Vortrag angesprochen hast mit Olafur Eliassons wirklicher super bekannten Kunstwerk, was er damals in der Tate Modern gezeigt hat, dass wir alle kennen, wo im Grunde genommen ja, wenn ich das kurz noch ergänzen oder kommentieren darf, letztendlich ja eine mehrfache Illusion ja im Grunde genommen uns vorgespielt wird. Also erstmal die Illusion eines Sonnenuntergangs, denn der Sonnenuntergang selbst ist ja auch eine Illusion, weil die Sonne geht nicht unter, sondern die Welt dreht sich. Wir sprechen zwar mal gerne nur vom Sonnenuntergang und es ist im Grunde genommen fast ja wie eine Pause-Taste, die wir da drücken, denn normalerweise würde man ja bei einem Sonnenuntergang erwarten, dass, wie der Name schon sagt, die Sonne untergeht. Nur hier ist sozusagen der Sonnenuntergang monatelang zu sehen gewesen und da kommen eben diese ganz zentralen Fragestellungen auch auf, die du ja durchaus berechtigt angesprochen hast, wie weit wir tatsächlich, wenn man im Rahmen von Anthropozän oder wenn man von Kunst, die sich eben auch gegenüber dem Anthropozän ja auch verhalten soll und will, wie man tatsächlich da dann auch so agiert, dass da im Grunde genommen die Dinge nicht schlimmer gemacht werden, als sie ohnehin schon sind. Aber ich will jetzt auch gar nicht so viel reden, es soll ja, Sie als Publikum sollen ja auch gerne Fragen stellen und Kommentare abliefern. Insofern bitte. Ulrike, bitte. Das Mikrofon kommt. Oder? Ja. Man hat ja das Gefühl, dass mit aufgerufen wird, als das, was wir am Schluss noch mal gesehen haben. Und ich glaube, was der Hauptunterschied ist, und deshalb finde ich diesen letzten Aspekt, der eben noch mal aufbrach, wir müssen auch über das Licht und die Lichtkunst noch mal nachdenken. Den Hauptgrund, Hauptunterschied, den ich sehe, ist, dass solche auf der einen Seite noch mit der Illusion arbeiten, aber im Grunde wie ein Modell funktionieren. Sie führen uns vor und machen da auch gar kein Hehl draus, wie so eine Parallelwelt quasi funktionieren könnte. Sie greifen aber überhaupt nicht jetzt in einem auch politisch
ambitionierten Sinne in ein System ein oder entwickeln keine ökologischen Ideen. Das ist, glaube ich, jetzt in der Generation, zumindest die Sie jetzt mit Rosenthal gezeigt haben, anders. Und da geht aber auch die Grenze zwischen dem, was Kunst, Design, Naturwissenschaft ist, nochmal sehr viel weiter als in dieser, ich möchte schon fast sagen, Old-Fashioned-Generation, die eigentlich noch fast im 20. verhaftet ist. Test. Eine technisch-inhaltliche Anmerkung. Es kommt ein neues Bundesgesetz raus, was eine Vorlage vorliegt für Emissionsschutz und was eklatant also auch Lichtinstallation im Außenraum tangieren wird. Das soll die nächsten Monate entschieden werden. Ich bin da zufällig drauf gestoßen, weil ich nämlich eine Großinstallation in der Beantragung habe und ich darüber stolperte. Also es tut sich etwas in unserer Gesellschaft. Und jetzt besagte Installation von mir wird um ein halbes Jahr verschoben, weil dann Nistzeit von Vögeln ist. Also das sind alles sehr relevante Themen. Und wir müssen halt auch schauen, dass wir von der Gesellschaft als künstlerlich überholt werden, kann ich nur sagen. Das heißt, es ist also keine permanente Installation, sondern nur eine temporäre, weil sonst würde es ja nächstes Jahr brüten die Vögel ja vermutlich ja wieder. Okay. Also ich hätte jetzt noch zu den zur letzten Arbeit von Rosgard, von mir aus auch Eliassen, aber Rosgard, das ist ja doch öffentlicher Raum und ich denke, so eine Riesenfläche mit, ob das nun schön oder nicht schön ist, kann man ja drüber diskutieren. Es ist ja auch nicht wahnsinnig abstrahlend, aber es ist eine Riesenfläche. Und ich sehe halt auch eine Gefahr. Also wir haben schon die Verantwortung als Künstler, etwas zu machen, an dem man sich vielleicht auch ein Beispiel nehmen könnte. Und ich sehe gerade auch bei den, da kann man vielleicht auch drüber sprechen, bei den vielen Lichtkunstfestivals, die es so gibt, all over und vor allem auch temporär oder nicht temporär. Aber da gibt's dann auch noch eine andere Gesellschaft, die nennt sich Lichtplaner, Lichtarchitekten. Und die finden das geil und die versuchen das dann zu imitieren. Und wir haben eine Verantwortung. Also es liegt auch an uns, was wir vorlegen. Das wird nachgemacht. Wir müssen aufpassen. Entschuldigung, Ulrike, ich weiß, du bist die Ausnahme. Aber es gibt noch Gott sei Dank auch ein paar andere. Aber das ist verdammt gefährlich. Und das ist etwas, wo ich denke, da müssen wir uns immer bewusst sein, wenn wir sowas produzieren und dann Rosgard, ich meine, in ein Ökosystem eingreifen, ist die zweite Geschichte, dann ist es ein Riesenwirtschaftsinteresse, das da wohl dahinter steckt. Also das ist, also ich bin entsetzt, muss ich sagen. Also auch wenn man das vielleicht kitschig und schön finden kann, aber ich bin entsetzt. Und die Nacht geht verloren, weil auch ein dezentes Licht ist flächendeckend präsent. Jedes Licht ist sichtbar. Und zwar kilometerweise, das vielleicht jetzt ein paar hundert Meter, aber das geht aus meiner Sicht gar nicht. Ja. Entschuldigung, auch wegen da unten. Ich wollte schon Energie auch sparen, gell? Nicht 4000. Nein, ich meine, wir haben ja bewusst uns für deine Arbeit entschieden, weil uns das ja auch wichtig ist, dass einfach ja auch im Rahmen der Ausstellung auch diese, wie ich schon gerade sagte, diese physikalische Qualität ja auch deutlich wird, dass man einfach merkt, dass zumindest bei konventionellen Lampen da 80-85% der Energie in Wärme übergeht, dass man wirklich merkt, wie aggressiv Licht auch sein kann in dieser Intensität. Also insofern ist es ja, haben wir es ja, wie gesagt, auch hier gerne ausgestellt Ihr bezahlt hoffentlich auch die Stromrechnung brav. Wir bezahlen die Stromrechnung. Wir haben seit gut 2 Jahren verwenden wir ausschließlich Ökostrom, insofern auch da nochmal ein etwas. Aber trotzdem sind es Fragestellungen, die uns natürlich umtreiben, weil unser Museum braucht halt rund 1,5 Gigawatt Strom pro Jahr, was eine Wahnsinnsmenge ist, weil wir einfach diesen riesen Kasten haben, der natürlich einerseits toll ist, ein wunderschönes Museum ist, aber der natürlich auch 365 Tage im Jahr klimatisiert werden muss, der geheizt oder gekühlt werden muss und so weiter, der eben auch beleuchtet werden muss. Wir werden im Laufe des Jahres auf LED-Licht umstellen. Auch da haben wir natürlich nochmal wieder die Frage der
der Beleuchtung, auch des Lichtspektrums, aber auch das soll natürlich mit dazu beitragen, dass wir unseren CO2-Abdruck ein bisschen verringern. Aber ich würde ganz gerne noch mal ein Thema zur Diskussion stellen, was du gerade eben en passant aufgegriffen hattest. Du hast ja da diese wunderbare Liste von allen möglichen Erdzeitaltern gezeigt. Du hattest ja auch von Donna Haraway die Idee des Tuluzens angesprochen, das Kapitaluzen, aber es kam auch das Luxuzen zur Sprache. Und da wir hier nun eine ganze Menge von Menschen haben, die sich sehr viel mit Licht auseinandersetzen und beschäftigt haben, wie ist hier die Stimmung? Kann man von einem Luxuszen sprechen? Frau Brandi, bitte. Kann man vielleicht das Mikrofon da bitte mal? Also ich glaube, der Begriff wird außerdem, also nicht nur deshalb, weil wir eben immer mehr Licht abstrahlen und unser Planet tatsächlich von außen schon fast von selbst leuchtet, sondern auch, weil es eben, weil Licht eben auch tolle Technologien sind, um Daten immer schneller und effizienter zu übermitteln. Also da gibt es verschiedene Gründe. Aber ich glaube schon, dass der Begriff sehr treffend ist. Also ich glaube, dass das Licht und das von seiner Physik her im Moment unglaubliches Potenzial bietet, vielleicht die Welt besser zu machen. Ich würde gerne nochmal auf die beiden Vorredner zurückkommen. Mit den Genehmigungen, die man kriegt und all solchen Sachen. Ich finde zum Beispiel auch, dass also diese Überzahl von Lichtfestivals finde ich auch ein Problem. Also weil die Sachen sind ja auch meist nicht so toll, die da gezeigt werden. Aber ich mache sehr viele Sachen, die nur temporär sind. Das hat verschiedene Vorteile. Das ist einerseits billiger, weil man nicht solche sturdy Sachen braucht, die ewig halten. Das auch das Kaputtgehen auch nicht so ein Problem ist, also die Reparaturenkosten und sowas fallen dann weg und man hat weniger Genehmigungsprobleme. Abgesehen davon hat das auch den Vorteil, dass eben nicht so viel produziert wird, weil dann wieder Sachen verschwinden und was anderes kommt. Also ich finde das auf jeden Fall überlegenswert, dass man darauf verzichtet, alles immer als permanent zu machen. Ich meine, das ist jetzt für ein Museum ein bisschen doof, wenn ich das sage. Aber in so einem Sinne von Nachhaltigkeit und so, würde das zumindest den Druck reduzieren. Ich meine, das ist halt eben so, dass, was da schon war jetzt mit den Vogelbrüten. Ich habe das 96 in New York erlebt, da habe ich eine Arbeit gemacht, die war tatsächlich nur 14 Tage da. Aber ich brauchte 25 Organisationen, die das genehmigt haben, also im Freien, da draußen. Und unter anderem eben auch die Vogelschützer von Hudson River Park Ost oder irgendwas, die gesagt haben, ja, da brütet immer dieser Sönso-Vogel im Frühjahr, während ich im Herbst da war. Also das ist völlig absurd. Ja, das ist auch gar kein, überhaupt kein Zusammenhang besteht. Und aber durch temporäre Installationen kann man da eine ganze Menge umgehen. Ich glaube, Daniel, du wolltest gerne. Idis, du hast noch so die rhetorische Frage gestellt, ob es sich auf den Werkbegriff auswirkt oder welchen Werkbegriff wir dann anlegen, wenn wir jetzt sozusagen die Gedanken um dieses Anthropozän kreisen und dieses so egozentrierte sozusagen ausrückt. Da wollte ich nur sagen, dass also viele meiner Kolleginnen und Kollegen schon länger dabei sind, sozusagen das Werk als Werkzeug zu begreifen. Also die haben da auch schon etwas von diesem Abgeschlossenen aufgegeben. Mit dem Kunstwerk arbeiten sie. Sie wollen damit was rausfinden. Und das kommt dann das andere dazu im Artistic Research oder
künstlerische Forschung. Also die, da sind, kenne ich auch einige Kolleginnen und Kollegen, die schon sehr transdisziplinär unterwegs sind. Also dass sie zwar aus ihrer Wahrnehmung als Künstler, und das ist natürlich auch ein geschultes Auge, und der Leib ist halt auch ein Wahrnehmungsinstrument, dass sie sozusagen eigene Fragestellungen entwickeln und dann das Werk oder die Installation nicht das ist, was wir vielleicht im 20. Jahrhundert als autonomes Werk begreifen, sondern es ist deutlich offener in Richtung, es ist ein Werkzeug, mit dem ich Wahrnehmung mache oder mit dem ich was untersuche, mit dem ich was herausfinden will, das mir vielleicht auch Erkenntnisse liefert. Es ist eine andere Auffassung von Aufklärung, auch als Projekt der Aufklärung. Da zeichnet sich tatsächlich auch Neues ab, das sehe ich so aus meiner Perspektive. Ich denke, da ist wie immer wahrscheinlich die Kunstwissenschaft eben natürlich auch der Kunst immer ein bisschen hinterher. Gattungsgrenzen sind ja sowieso was theoretisch übergestülptes am Ende. Und ja, also ich bin da genau deiner Meinung, wir haben es ja auch das Problem, wenn wir irgendwie gucken, wie man Lichtkunst definiert, einfach wenn man fragt, ist ein Werk ein Lichtkunstwerk oder nicht? Ganz simpel, aber es ist halt trotzdem so, dass tatsächlich das konventionell immer Lichtkunst elektrisches, künstliches Licht ist. Und alles andere dann eher unter allgemeinen Begriffen wie Installation oder was es eben dann auch immer noch sonst sein kann, irgendwie geführt wird. Ne? Also, obwohl es, ja, sich die Künstler selber schon lange anders machen. Also die Werke, die ich jetzt gerade kurz, das war ja nur ganz wilde Auswahl, aber ich glaube, Tim Otto Roth, das ist ja 2009 und ich denke mal, man kann auch noch ab 2000 das sehen. Ne? Also dann ist die Kunst einfach ein Stück weiter als die Kunstwissenschaft auch, oder die Theorie dazu. Ich würde vielleicht noch ganz kurz, wenn ich da ganz kurz noch anknüpfe an, was die Grun-Apelt gesagt hat. Also es ist halt tatsächlich, denke ich, also bei all diesen Debatten über, wie kann man rechtfertigen, dass die Energie für Kunstwerke aufgewendet wird, wenn sie ausgestellt werden, aber eben dann tatsächlich nicht zu vergessen, dass wenn man generell sich über Licht oder die Ressourcen oder die Energieverwendung und Verschwendung von Licht Gedanken macht, es erstmal wichtig ist zu begreifen, was Licht dann eigentlich ist und wie dieses ganze Leuchtsystem, von dem Daniel gesprochen hatte und was seine Kunstwerke aufgezeigt haben, was dahinter steht, was wir gehört haben aus der Physik, also dass es eben nicht immateriell ist, nicht einfach nur da, nicht neutral ist und so weiter, dass eben trotzdem noch in vielen Teilen der Bevölkerung Licht eben doch als immateriell neutral begriffen wird und solche Kunstwerke, die in denen leiblich erfahrbar ist, dass sie Energie nicht nur verbrauchen, sondern eben auch abgeben, also gerade wenn man über Lichtverschmutzung spricht, indem man einfach diese Hitze, oder Wärme fühlt, dass das einfach ein ganz, ja, vielleicht einfaches Mittel ist falsch gesagt, aber ein gutes Mittel ist, um eben da wirklich Bewusstsein zu schaffen und dann sozusagen vorschnell zu sagen, okay, Lichtkunst ist aber irgendwie jetzt nicht mehr im Anthropozän so das Richtige, ist da meiner Meinung nach einfach ein bisschen kurz geschlossen und denkt der Kritik, vielleicht auch gerade bei Pressekonferenzen, wo man da schnell dabei ist, kann man eben auch da gut begegnen eben über diesen Weg. Und es ist halt letztlich, glaube ich, auch viel nicht so ganz bewusst, was an dem ganzen Lichtsystem dranhängt, auch außer dass es eben Energie verschwendet. Gerade was dass die Auswirkungen von verschiedenen Wellenlängen oder eben auf Insekten und so weiter bei Lichtverschmutzung und so angeht. Und da braucht es eben dann doch die Kunstwerke oder die Veranstaltungen, die das eben in den Blick rücken. Und ja, sozusagen nicht nur die sagen wir mal, Verordnung, die vor allem eben für Lichtreklame im Stadtraum sicherlich sinnvoll ist, die dann gemacht wird. Also ich denke auch, wenn man sich dann über die gesetzlichen Regelungen Gedanken macht, muss man vielleicht dann eben auch wirklich mal schauen, in welchem Verhältnis stehen die Dinge. Also das wird man ja sicherlich ja dann auch machen, ne? Also im Zweifel sogar Ausnahmen für Kunstwerke machen, wenn sie denn dann auf der anderen Seite sozusagen, wenn man das System größer denkt, einen Mehrwert schaffen.
Genau. Ich weiß nicht, wer das ist. Hört man mich auch so? Ja. Also wir haben halt keine Wahrnehmung für Energie. Das ist wirklich sehr abstrakt. Das ist genauso unsichtbar wie Licht. Licht sehen wir ja wirklich nur in der Wechselwirkung. Und Energie ist auch sehr abstrakt. Also wir haben versucht, drüber zu reden, aber es ist sehr schwierig. Und jetzt, wenn wir über Energie und Energieversorgung und ökologische Fragestellungen sprechen, dann wird es eben auch schwierig. Aber ich kenne also sogar aus der Statistik und aus den Veröffentlichungen, dass das, was wir im Privaten verbrauchen an Elektrizität, das ist aber gar nicht das Problem. Das kriegen wir jetzt schon ziemlich schnell durch nachhaltige Konzepte gedeckt. Auch das, was Lichtkunstausstellungen oder sagen wir mal Reklame und so weiter an Energie verbraucht, das kriegen wir locker demnächst gedeckt, wo die riesigen Probleme sind, weil es einfach gigantisch mehr Volumen ist in unsere industriellen Prozesse. Da und die wiederum sind natürlich in Verbindung mit unserer Konsumgut. Also wenn wir den Konsum reduzieren, dann haben wir einen ökologischen Beitrag geleistet, weil dann wird auch weniger produziert und es muss nicht in Umlauf gebracht werden. Da liegt eigentlich sozusagen aus meiner Perspektive das Problem. Diese nächtliche Beleuchtung im Privaten, das ist okay, finde ich. Auch ein Museum oder ein Theater zu beleuchten, öffentliche Räume zu beleuchten, das ist in gewisser Weise okay, wenn wir eben noch den Schutz der Nacht in Betracht ziehen. Also da werden wir wahrscheinlich mehrere neue auch Naturschutzgebiete brauchen. Wir brauchen auf dieser Erde einfach Gebiete, wo die Natur mal in Ruhe gelassen wird. Also Meeresschutzgebiete, Lichtschutzgebiete, Waldschutzgebiete. Das ist, halte ich alles für sehr sinnvoll. Aber so das urbane Leben im Privaten ist nicht so das große Problem. So aus meiner Perspektive. Und wir haben überhaupt kein Gefühl dafür, was wir für unsere industriellen Prozesse an Energie brauchen. Das ist völlig abstrakt. Da fehlt uns jedes Sinnesorgan. Und es ist eben sehr viel. Wir kriegen das aus der Nachhaltigkeit in den nächsten Jahren nicht gedeckt. Ja, also grundsätzlich, glaube ich, ist dem zuzustimmen, dass im industriellen Sektor sicherlich mehr verbraucht wird. Nichtsdestotrotz haben wir aber gerade im privaten Bereich, man muss ja immer dran denken, klar, natürlich, wenn jeder jetzt aber nur ein oder zwei Lichtquellen einspart im privaten Bereich und das Ganze mal 80 Millionen Mal allein in Deutschland, dann kommt da, glaube ich, auch schon eine ganze Menge zusammen. Und denn darum geht es, glaube ich. Also ohne jetzt zu sehr vielleicht in eine ökologische Debatte abzudriften, aber genau das ist es ja, dass wir tatsächlich eben da ein Bewusstsein schaffen müssen, dass man wegkommt von diesem Gedanken, naja, wenn nur ich das mache, dann was bringt das, wenn ich darauf verzichte? Genau das ist es ja, dass wir eben gerade im individuellen Bereich auch versuchen, uns da einzuschränken und eben vielleicht etwas weniger zu konsumieren, ob es jetzt Licht ist oder ob es Wasser ist oder alle möglichen Dinge. Ich glaube, da das ist schon auch nicht ganz unausschlaggebend. Ja, aha, jetzt wird's spannend. So, also hier schauen ja noch Leute online zu und es kommt eine Frage bei YouTube von dem Stefan Törmer, der bedankt sich auf jeden Fall für den tiefgründigen Beitrag und stellt eine Frage, muss ich jetzt gerade mal, sind Ihnen Arbeiten bekannt, die im Außenraum mit künstlichem, elektrischem Licht parallel und analog zum natürlichen Lichtverlauf des Tages operieren und somit biologische und psychologische Beeinflussung von den unterschiedlichsten Organismen reduzieren, im Gegensatz zu Werken, die fremde Lichttemperaturen in ihre Umgebung einbringen? Also ich muss sagen, mir ad hoc nicht, aber es würde mich wundern, wenn es das nicht schon gäbe, muss ich ganz ehrlich sagen, oder ansonsten, also weil, wenn man ehrlich ist, gibt es einfach in dem Bereich schon so unglaublich viel innovative Ideen, und gerade was eben die solche Biorhythmen angeht. Aber ich muss ehrlich sagen, ich wüsste jetzt ad hoc keinen Namen oder kein Kunstwerk, was ich jetzt hier gerade schnell zeigen könnte. Ich weiß nicht, vielleicht jemand anders, der dem gerade eins einfällt. Ich habe es auch nicht, also es ging darum, dass es quasi also parallel künstliches und natürliches Licht und dann aber auch noch an den Biorhythmus quasi der dort lebenden Akteure angepasst ist. Ne? Okay.
sich das bitte, wenn überlegen. Frau Brandi noch bitte das Mikrofon bekommen könnte. Wenn ich auf den Biorhythmus Rücksicht nehmen möchte, dann mache ich es nachts dunkel. Ja. Und wenn ich als Mensch, um mich zu orientieren, dann doch noch ein bisschen Kunstlicht brauche, dann mache ich das eben möglichst warm, weil die Insekten und Vögel das etwas weniger wahrnehmen und sehen als andere Lichtfarben. Wir sprachen vorhin das blaue Licht an. Aber trotzdem, also Kunstwerke, die eben mit dem natürlichen Licht umgehen oder zu tun haben, da sehe ich einmal wirklich als ein eben sehr, sehr schönes Beispiel, das von Frau Shibuya, die eben uns überhaupt Licht wahrnehmen lässt auf so eine ganz ruhige, unaufgeregte Art. Also, dass wir diese reflektierenden Farben dann in dem Schnee sehen, finde ich, hat sehr, sehr viel mit natürlichem Licht und auch mit dem Empfinden für Licht zu tun. Und jemand anders, der unsere Wahrnehmung, also die Adaptation des Auges, meine ich damit im Speziellen, auch mit einbezieht, nämlich dass wir bei Dunkelheit immer mehr sehen können, ist ja James Turrell, der auch damit arbeitet, dass wir eben in einen dunklen Raum kommen und dann langsam die Augen sich an Dunkelheit gewöhnen können und wir dann plötzlich merken, oh ja, da ist ja wie so eine Horizontlinie von Licht. Also im übertragenen Sinne, das ist dann nicht im Außenraum unbedingt alles, aber ich glaube, all das, was sozusagen unsere biologischen Prozesse einerseits, aber eben auch Wahrnehmung und diese Interaktion zwischen Menschen, sensiblen und Natur herstellt, all das ist Kunst, die sich tatsächlich damit auseinandersetzt. Ich kann mir vielleicht auch vorstellen, dass gemeint ist, dass dann vielleicht auch unterschiedliche, also zu der Zeit wache Tiere, Pflanzen, Akteure, wie auch immer man es nennen will, gemeint ist. Und also ich meine, das ist jetzt vielleicht, das ist jetzt nicht ganz, aber ich meine allein das, was Nana Petzer zeigt, indem sie zeigt, wie eben wenn wir die Nacht beleuchten, wie dann die Insekten zu dieser Zeit darauf reagieren. Das ist sozusagen der Anfang davon, um das dann zu verstehen. Und ich denke, da knüpfen Künstler an oder werden es tun. Aber ich denke, also so würde ich die Frage verstehen, ne? Also dass man eben auch sich bewusst wird, dass eben, wie Sie sagen, ne, der Mensch schläft eigentlich auch nachts. Und wir zerstören unseren eigenen Schlaf noch mit künstlichem Licht, aber es ist eben an sich auch ein Wechsel zwischen den Lebewesen ganz normalerweise. Und auch der Stadtraum wird ja von nächtlichen Wesen bevölkert, die wir halt weniger wahrnehmen. Also sei es Fledermäuse, sei es Insekten, sei es andere Tiere, die nachtaktiv sind und die aber eben dann dort, also die man dort eben auch ins Spiel bringen könnte. Also das würde ich das verstehen, aber das ist jetzt leider tatsächlich auch kein Kunstwerk, was da ist. Also vielleicht auch man könnte vielleicht bei den Critical Animal Studies auch mal gucken, also Künstler, die so in diesem Bereich arbeiten, weil die über Insekten und Tiere dann eben auch eher solche Biorhythmen und so weiter mit in den Blick rücken.